Wenn Sie Bürgermeister von Bruchköbel werden, machen Sie als allererstes? Was ich als allererstes mache, ja, das ist natürlich wieder für eine kurze Antwort zu umfangreich die Frage. Mit Personal begrüßen, die Leute erstmal natürlich alle in der Verwaltung willkommen heißen, dann gucken, dass ich die dringendsten Sachen erledige, zwei dringende Dinge, die brennend sind, den Radweg von Butterstadt nach Oberischheim zu bauen. Da läuft die Frist aus, die Verjährungsfrist. Und die zweite Sache ist natürlich, den Planungsverband angehen, um die Gebietserweiterungen für Bruchköbel, Gewerbegebiete und Wohnbauflächen in den neuen Regionalflächennutzungsplan aufzunehmen. Wenn Sie nicht Bürgermeister von Bruchköbel werden, machen Sie als allererstes? Den anderen Kollegen gratulieren, die es gewonnen haben. Was ist Ihre größte Stärke? Meine größte Stärke ist, denke ich, die Kontinuität, mit der ich Politik mache, seit vielen Jahren in Bruchköbel. Was ist Ihre größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist vielleicht zu sehr kompromissbereit zu sein und nicht immer aufs Erste das durchzusetzen, was mir am nächsten liegt. Warum wollen Sie Bürgermeister werden? Weil ich schon immer Politik mache in Bruchköbel und ich als erster Stadtrat schon vieles anstoßen konnte, aber noch nicht alles erledigt habe und ich die Dinge auch gerne zu Ende bringen möchte, die auf der Strecke geblieben sind, Beschlüsse umsetzen, die in der Verwaltung lagern und nicht angegangen werden, obwohl sie vom Parlament beschlossen wurden und die Stadt Bruchköbel klimafreundlicher machen, radverkehrsfreundlicher machen und natürlich auch die Verkehrswende in Bruchköbel voranbringen.